Integration von Wurzeln. Um eine Wurzel zu integrieren, muss man die natürlich umschreiben. Also, Sie können sich natürlich die Stammfunktion von Wurzel x auch auswendig merken. Ist aber nicht so geschickt, weil was machen Sie, wenn Sie dann Wurzel aus 3x haben oder Wurzel aus x hoch 3, wollen Sie sich das alles auswendig merken. Also, wir machen es daher über den Weg, wir merken es nicht auswendig, was Wurzel x ist, sondern wir schreiben es um. Also, ich beginne und sage, ich schreibe das ganze Integral um. Das 2x kann ich nichts machen, lasse ich so. Und Wurzel x kann man ja umschreiben als x hoch 1/2. Also habe ich hier 3 mal x hoch 1/2. Und jetzt kann ich die Stammfunktion bilden, sprich ich leite auf. Eckige Klammer, x aufgeleitet gibt x Quadrat, die 2 bleibt stehen, die neue Hochzahl kommt runter. Minus, die 3 bleibt stehen, x hoch 1/2, die Hochzahl wird um 1 höher, 1/2 plus 1 gibt 3/2, also ist meine neue Hochzahl 3/2 und die neue Hochzahl kommt runter. Oben bleibt diese 3 stehen. Grenzen sind 1 bis 4. Jetzt vereinfache ich. 2/2 sind 1. Das heißt, da steht x². Ein Doppelbruch. Wie löse ich einen Doppelbruch auf? Das über dem Hauptbruchstrich bleibt stehen. Also 3 oder 3/1, wenn Sie wollen. Und das untere, den Nenner, drehe ich um, mal Kehrbruch. Und damit habe ich 3 mal 2/3 sind 6/3 sind 2. Das heißt, hier habe ich 2 mal, und wie schreibe ich x hoch 3/2 um? Die halbe sind die Wurzel. Und x hoch 3 bleibt als x hoch 3. Die Grenzen immer noch 1 und 4. Und jetzt kann ich die Grenzen einsetzen. Das heißt, ich habe, zuerst setze ich die 4 ein. 4 Quadrat minus 2 mal Wurzel aus 4 hoch 3. Minus, dann setze ich die 1 ein. 1 Quadrat minus 2 mal Wurzel aus 1 hoch 3. 4 Quadrat ist 16. Wurzel 4 hoch 3. Es ist geschickter, wenn ich zuerst die Wurzel ziehe. Wurzel aus 4 ist 2 und dann erst rechne ich hoch 3. 2 hoch 3, 2 mal 2 sind 2, mal 2, 2 hoch, wie auch immer, 2 hoch 3 sind 8. Also habe ich hier minus 2 mal 8. Minus 1 Quadrat ist 1. 1 hoch 3 ist 1, Wurzel aus 1 ist 1. Also habe ich in der ersten Klammer 16 minus 16 ist 0. Und in der zweiten Klammer habe ich 1 minus 2 ist minus 1. Also habe ich 0 minus minus 1, das gibt plus 1. Und damit habe ich mein Integral.